ist noch nicht ganz erfolgt. Da gibt es noch, jetzt sind die Boxen auf. Start ist erfolgt für das Listenrennen hier in Baden-Baden. Unter Ihrem Applaus geht es zunächst einmal am Ziel gleich vorbei und dann auch auf die Schlussrunde. Nymphea an der Innenseite hat zunächst einmal das Kommando mit High Heat, an der Außenseite Wonders Girl. Ganz an der Außenseite Lily Moon, dahinter sehen wir innen Pathwind vor Wildrossel, La Viva, Molly Amour, Adriana und Sarotti Stream. So geht es in den Iffezheimer Bogen hinein. Dort gab es einen Führungswechsel. Lily Moon und Benjamin Klöß haben das Kommando übernommen vor Nymphia und Andra Starke. An der Außenseite sehen wir dann Wonders Girl mit Alexander Peach. An der Innenseite in den Ammerländer Farben High Heat mit Philipp Minarek. Außen davon die Schimmelstute Wildrossel mit Daniele Porku. Ganz an der weiten Außenseite ist es dann La Viva mit Lennart Hammer Hansen. An der Innenseite die Fairhofer Farben von Pathwind mit Eduardo Pedrosa. Dahinter Molly Amour in aktuell drittletzter Position mit Adri de Vries. Vorletztes Pferd ist Adriana mit Darren Moffat und am Ende des Feldes Sarotti Stream mit Maxim Pecheur. Unterhalb des Iffezheimer Emblems ging es weiter. Das Tempo ist nicht sonderlich schnell, was Lily Moon an der Spitze vorgibt mit einer Länge von Nymphea. An der Innenseite High Heat, außen begleitet von Wonders Girl. Dahinter sehen wir dann Wildrossel, außen davon ist das Pathwind, noch weiter außen La Viva, dann Adriana mit Molly Amour und nach wie vor Sarotti Stream. So sind die Kandidatinnen gleich im Schlussbogen angekommen. An der Außenseite rückt La Viva dort zügig auf. Ist mittlerweile schon an der Seite von Nymphea aufgetaucht. Vorne bleibt Lily Moon vor Nymphea, dann La Viva High Heat, Wonders Girl, Pathwind, außen davon Wildrossel, dann Adriana vor Molly Amour und nach wie vor letztes Pferd ist Sarotti Stream. Es geht in Richtung der Zielgeraden. Knappe 600 Meter sind es noch. Lily Moon marschiert weiter vor Nymphea, außen La Viva. Dahinter sind es dann schon zwei Längen bis zu High Heat bis außen, Wonders Girl in den Pathwind lässt sich anfassen, Wildrossel wird ebenfalls schon schwer geritten, in den Adriana, Molly Amour und Sarotti Stream. Nymphea ist sofort da, an der Seite von Lily Moon, die versucht sich innen zu wehren, wehrt sich zunächst einmal, Nymphea mit Lily Moon, außen kommt High Heat jetzt auf Touren in den Ammerländer Farben, noch weiter außen kommt dann auch Molly Amour angeflogen, Nymphea ist vorne, innen kommt Lily Moon wieder, Nymphea, Lily Moon, dahinter Pathwind, dann außen, High Heat, Nymphea ist vorne und das sollte reichen, Nymphea gewinnt mit Andra Starke gegen Lily Moon, Pathwind, dann High Heat, Adriana, Molly Amour, La Viva, Wildrossel, Wonders Girl und Sarotti Stream. Der vorläufige Einlauf für das siebte Rennen, den Preis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie. Es gewann die 1 Nymphea mit Andra Starke. Zweiter war die 6 Lily Moon mit Benjamin Klöß und auf Platz 3 die 8 Pathwind mit Eduardo Pedrosa. Vorläufig heißt das also 1, 6 und dann die 8. 1, 6, 8 der vorläufige Einlauf. So, und da kommt sie zurück, die Siegerin im Preis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie. Die vierjährige Dylan-Thomas-Tochter Nymphea im Besitz des Stalles Nizza in Köln, vorbereitet von Peter Schürgen und zum Sieg geritten von Andra Starke.
So, und da gibt es von Ihnen natürlich jetzt nochmal einen kräftigen Beifall für die Siegerin, für Nymphia, für Peter Schürgen, für den...